Herzlich willkommen bei dem nächsten Gericht mit kalifornischen Walnüssen. Das, was wir machen, ist, wir kochen eine vegane Bolognese und machen daraus eine Lasagne. Das, was immer wieder das Wichtige auch ist, wir versuchen, nicht Fleisch zu imitieren. Walnuss als Ernährung ist extrem gut, auch nicht nur für eure Körperlichkeit, sondern für das Geschmacksbild. Extrem gut. Ich zeige euch mal, was wir auch in die Bolognese auch machen. Wir haben Karotten Brunoise, gelb, Karotten Brunoise, orange, Lauch, Sellerie. Das rösten wir gleich an. Eingeweichte und geröstete, das ist wichtig, geröstete Walnüsse dann auch wieder. Weil dann habt ihr einfach die Röstaromen, ihr müsst es nicht mehr so lange kochen. Und die Bolognese, die wir hier als Basis kochen, dauert vielleicht 15 Minuten, dann ist sie fertig. Ihr könnt sie im Kutter nochmal fein kuttern oder auch, wenn sie eingeweicht sind, durch einen Fleischwolf nochmal lassen und dann hinterher mit in die Masse machen. Etwas Olivenöl, eine Gewürzmischung, die besteht aus Baharat. Baharat kommt aus der türkischen Küche, ist pfefferscharf und das, was wir da nochmal auch als Übersetzung haben, Baharat heißt übersetzt Gewürz. Also immer wieder mit einsetzen. Tomatenmark habe ich dazwischen, Dosentomaten, um dann hinterher dieses Ergebnis zu haben. Die fertige Bolognese, die jetzt schon runtergekühlt ist und ich zeige euch aber jetzt, wie wir auch damit nochmal starten. In einem trockenen Topf einfach auch rösten. Wenn die Aromen ein bisschen aufsteigen, ja. Dann das Gemüse dazu machen. Und dann mache ich erst das Öl dazu. Dann machen wir die Walnüsse dazu. Tomatenmark. Und zu guter Letzt die Dosentomaten. Das waren weniger als 10 Minuten und dann haben wir gleich eine Sauce à la Bolognese mit kalifornischen Walnüssen. Bisschen Salz mit dazu. Fertig ist es und dann setze ich gleich die Lasagne für euch ein. Für die Portionslasagne nehmen wir so backstabile Formen auch. Ist überhaupt kein Problem. Die kann man sehr, sehr gut auch nehmen. Wir haben natürlich auch Lasagneplatten aus Walnüssen hergestellt. Da ist überhaupt kein Problem, wenn ihr in euren Nudelteig bis zu 10% Walnussmehl auch einarbeitet. Das ist überhaupt kein Problem. Es hat immer noch genug Kleber und die Platten haben wir vorbereitet, ausgerollt und getrocknet und bestmöglich, wenn ihr eine Lasagne einlegt oder einsetzt vielmehr, wir stellen es über Nacht einmal ganz kurz in den Kühlschrank, um dann am Tag danach einfach ein besseres Ergebnis auch zu bekommen, weil die Nudelblätter nehmen dann die Feuchtigkeit etwas auf und die lassen sich deutlich schneller auch backen. Ich fange mal an, das einzusetzen. So, bisschen was von der erkalteten Lasagne. Soße obendrauf, also sprich, wir machen die Bolognese-Soße obendrauf, verteilen das dann auch. So. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Lust habt, auch eine vegane Bechamel-Soße auch nochmal mit dazu machen, aber ich brauche das gar nicht, weil die Walnuss bringt mir einfach genug Geschmack einfach mit hier rein. Wir machen gleich zum Abschluss veganen Käse obendrauf und backen dann die Lasagne bei 180 Grad. Braucht die gute 20-25 Minuten, nachdem sie auch über Nacht einmal auch eingeweicht ist.
Und so. Ab damit in den Backofen und ich hole die andere direkt auch raus. So. Das ist dieses perfekte Endergebnis. Und ich kann euch sagen, es ist grandios. Ihr braucht kein Fleisch mehr. Wenn ihr die einmal gekostet habt und hinter der Kamera lächeln sie alle ganz breit. Ich sag's euch, sie haben es schon gekostet. Viel Spaß beim Nachkochen. Rezepte findet ihr online und ich muss euch nicht sagen, wo. Bis dahin. Tschüss.